Ukraine droht Niederlage. Lässt der Westen Kiew im Stich? Das ist unser Thema heute Abend und damit einen guten Abend. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko warnt vor einem neuen Vormarsch der Russen auch auf die Hauptstadt. Mit ihm spreche ich gleich in dieser Sendung. Dringend gebraucht werden 60 Milliarden Dollar. Ohne diese Hilfe aus den USA steht die Ukraine vor der Niederlage, sagt Präsident Selenskyj. Der Blockierer ist kein anderer als Donald Trump. Seine Republikaner sind wohl zumindest bereit, Kiew Waffen auf Kredit zu liefern. Und Europa ist erschrocken und weiter zerstritten. Kann also eine Niederlage drohen? Lässt der Westen die Ukraine tatsächlich im Stich? Wir müssen reden mit diesen Gästen. Kevin Kühnert, SPD-Generalsekretär. Von der Linken Dietmar Bartsch. Der Politikwissenschaftlerin Claudia Major. Der ZDF-Korrespondentin Katrin Eigendorf. Und Vitali Klitschko, dem Bürgermeister von Kiew. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. Und die begrüßt alle Gäste dieser Sendung sehr herzlich. Los geht's. Aus der Ukraine kommen beängstigende Nachrichten. Ukrainische Städte und Dörfer unter russischem Dauerbeschuss. Tote und Verletzte in der Millionenstadt Kharkiv. Hier im Osten der Ukraine wird ein Durchbruch von Putins Truppen befürchtet. Der Westen macht sich keine Illusionen mehr. Wir erleben, dass Putin Kharkiv in Grund und Boden bomben will. Er will vernichten, er will ganz gezielt zerstören. Luftangriffe auch auf die Hauptstadt Kiew. Das Ziel immer wieder zivile Infrastruktur und Energieversorgung. Hier zeigt sich ein weiteres Mal der russische Terror. Das war ein Schulgebäude, das völlig zerstört wurde. Wahrscheinlich von ballistischen Raketen. Denn der Luftalarm und der Einschlag erfolgten gleichzeitig. Präsident Selenskyj ist in Kharkiv nahe der Front. Die Schützengräben sind fertig. Sie rechnen schon bald mit der russischen Offensive. Wenn der US-Kongress uns nicht hilft, dann wird die Ukraine diesen Krieg verlieren. Und wenn die Ukraine den Krieg verliert, dann werden als nächstes andere Länder angegriffen. Das ist Fakt. Zwei Fragen an die beiden Politiker dieser Sendung vorneweg. Kevin Kühnert, Generalsekretär der SPD. Wenn es am Ende so kommt, wenn dieser Krieg verloren wird, weil die US-Militärhilfen nicht kommen, wird dann die SPD sagen können, wir wenigstens haben alles getan, um es zu verhindern? Sehen Sie es mir nach. Ich mag mir darüber gar keine Gedanken machen. Ich sehe das auch nicht als meine Aufgabe, mir Schreckensszenarien auszumalen und mich zu fragen, was ich dann sagen würde oder meine Partei, sondern unsere Aufgabe ist es, jeden Tag alles dafür zu tun, dass solche Szenarien nicht eintreten. Und kann ich keinen Einfluss auf die Wahlen in den USA nehmen, aber natürlich ein Umfeld zu schaffen, in dem deutlich wird, auch in den USA, dass in Europa es weiterhin ein starkes Umfeld gibt, in dem deutlich wird, wir wollen helfen, die Ukraine zu verteidigen. Und wir brauchen unsere internationalen Freunde an der Seite. Das ist etwas, was wir alle beitragen können. Das ist mein, das ist unser Job. Zweifler gibt es in Ihrer Partei, egal ob Sie Michael Roth heißen oder auch Historiker sind, wie unter anderem Professor Winkler. Zweiter Politiker hier heute bei uns in der Sendung ist Dietmar Bartsch von der Linken. Sie sind neu im Verteidigungsausschuss. Herr Bartsch, Diplomatie soll kein Schimpfwort sein, sagen Sie. Diplomatie ist wichtig. Im Angesicht dessen, was da gerade auf eine Stadt wie Kiew niederprasselt, glauben Sie, dass es redlich ist, zu sagen, dass dieses Bomben aufhören muss? Ja, selbstverständlich. Das Bomben muss aufhören. Und Diplomatie darf kein Schimpfwort werden. Ich glaube, niemand wird sagen, dass Diplomatie ein Schimpfwort ist. Am Ende muss dieser Krieg auch diplomatisch enden. Hört das Bomben auf, indem man jetzt sagt, Diplomatie ist alles? Naja, Diplomatie ist alles, sagt ja niemand. Aber was wir machen müssen, wir müssen zu einem Stopp dieses Krieges kommen. Wenn man sich anschaut, wie viel Tote es tagtäglich gibt, ukrainische Zivilisten, Soldaten, russische Soldaten, dann kann es nur eine Schlussfolgerung geben, dass es möglichst schnell einen Waffenstillstand gibt, der Beginn von Gesprächen ist. Alles andere ist nicht möglich. Europa ist da aber leider und Deutschland auch raus durch unser Agieren. Das müssen wahrscheinlich Länder wie
die Vereinigten Staaten, China, Indien, die BRICS-Staaten sowieso sein. Aber jeder Mensch weiß, auch dieses Landes weiß, dass es diese Bemühungen gibt und dass natürlich auch Berlin die unterstützt. Vielleicht dennoch an der Stelle einen Punkt, weil wir diese argumentative Kette natürlich auch schon das eine oder andere Mal gehört haben und schalten dann jetzt tatsächlich zunächst nach Kiew, eine Stadt, die auch Sie besucht haben, ja, ja. Herr Bartsch, und erlebt haben, was es bedeutet, wenn die Patriots plötzlich nicht funktionieren. Ich war in Kiew und wenn man in Kiew ist und man ist in einem Hotel und sieht plötzlich, wie Drohnen und Raketen kommen, da ist man froh, dass es ein Patriot-Abwehrsystem gibt. Mhm. Ich war auch in Kharkiv und habe die Zerstörung gesehen. Furchtbar. Es ist einfach nur furchtbar. Ich habe Dörfer gesehen, wo kein Haus mehr stand. Dann kann man so schlecht sagen, Frieden jetzt, ohne sich zu verteidigen. Sie sind einverstanden, wenn wir beide die Hand oben lassen und ich an dieser Stelle nach Kiew schalte, da begrüßen wir Vitali Klitschko, den Bürgermeister dieser Stadt, und sagen einen herzlichen guten Abend zu Ihnen. Guten Abend. Liebe Grüße aus Kiew nach Berlin. Während wir hier sprechen, schlagen Raketen und Bomben ein. Ist Kiew heute besser geschützt als vor 2 Jahren, Herr Klitschko? Ich möchte noch einmal wiederholen und bedanken für Luftabwehrsysteme, was bekommen wir aus Deutschland von unseren Partnern. Und heute, wir sind besser beschützt als vor 2 Jahren. Aber trotzdem, Kiew ist selbstverständlich Hauptstadt, die Herz der Ukraine. Und deswegen Luftabwehrsysteme in Kiew und gibt einen kleinen Kreis. Wir haben nicht genug, weil wir müssen auch andere Städte schützen. Aber Luftabwehrsysteme, das ist die Frage Nummer eins. Ja, die Frage Nummer eins, Sicherheit für jede, wer befindet sich in Ukraine und für jede Bürger. Kiew ist besser geschützt als andere Städte und deswegen, ja, ich möchte eines sagen, in unserer Stadt von Kriegsanfang mehr als 800 Gebäude zerstört. Renoviert, zu mehr als 450 Wohnhäuser und mehr als 200 Zivilisten getötet und 7 Kinder. Das ist schrecklich. Danach haben wir mehr Luftabwehrsysteme bekommen, aber trotzdem brauchen wir noch mehr. Aber, das hat auch der Präsident Zelensky immer wieder gefordert, mehr Patriot-Abwehrsysteme auch aus dem Westen. Russische Durchbrüche werden befürchtet, das Bombardement auf andere Städte wie Kharkiv und Odessa ohnehin. Wie groß ist Ihre Sorge, Herr Klitschko, wie groß ist Ihre Sorge vor einer sich dramatisch verschlechternden Lage? Jeden Tag haben wir Angriffe und Russen ruinieren unsere Infrastruktur. Und was betrifft Kraftwerke, heute ist eine Tripoli-Kraftwerk zerstört. Vor ein paar Tagen Kraftwerk, was bringt die ganze Elektrizität in Kharkiv, war auch zerstört. Одесса, Запорожье, Днепр hat ein riesiges Defizit von Energie und deswegen, das ist kein Krieg, das ist ein Terror. Und Putin schon angefangen, das ist das Land zu verbrennen, das ist, wo Menschen kann nicht einfach leben, weil ohne Elektrizität, ohne Wasser ist Leben ist einfach unmöglich. Lange hat der Präsident Zelensky auch gesagt, dass es gelingen wird und muss, die besetzten Gebiete zurück zu erobern, Herr Klitschko. Und plötzlich geht es um das Überleben. Waren die Botschaften zu positiv von Zelensky? Zu optimistisch? Realität von verschiedenen Seiten man kann sehen. Sehr viele Experten vor dem Kriegsanfang hat uns ein paar Tage oder ein paar Wochen gegeben gegen eine der stärksten und der größten Armeen der Welt, russische Armee. Seit 2 Jahren erfolgreich verteidigen wir unser Land gegen die stärkste und größte Armee, russische Armee. Aber trotzdem, der Krieg, das ist ein Krieg der Ressourcen.
menschliche Ressourcen, finanzielle Ressourcen. Und deswegen, wir brauchen Unterstützung, Unterstützung von unseren Partnern, weil es keine großen Wörter. Wir schützen jetzt im Moment und verteidigen nicht unsere Häuser, unsere Städte und unser Land. Wir verteidigen jeden von euch, weil in kranke Vision Putin will wieder russische Imperie wiederzubauen. Yeah. Ist auch kein Geheimnis. Wie groß ist mittlerweile die Besorgnis der Menschen selbst? Sie ärgern sich über die Zweifler, die es im Westen gibt. Aber wie groß ist die Befürchtung der Ukrainer, dass es nicht mehr gelingen wird, das gesamte Territorium der Ukraine zurückzuholen? Selbstverständlich. Wir kämpfen für unser Land, wir kämpfen für unser Territorium. Die Russen hat eine Anerkennung für die Kräfte. Die Russen versuchen uns zu zwingen, mit seinem Muskelspiel in eine Runde Tisch zu sitzen und zu sagen, lass uns eine Kompromisse zu finden. Das ist ein großer Teil von der Ukraine zu nehmen an die Russische Föderation. Yeah. Glaube ich, oder einen gefrorenen Konflikt zu machen. Wir sehen, dass es, die Russen brauchen eine Pause. Mhm. Und das gibt keine Garantie nach einer bestimmten Zeit. Die fangen wieder an, angreifen. Und deswegen ist die Situation ist ziemlich kompliziert und schwierig. Selbstverständlich, jeder denkt, die wird Lösung auf politische Art, diplomatische Art und Weise. Aber jetzt im Moment bleibt nur eine einzige, man muss stark sein in Frontlinie, man muss stark sein politisch, man muss verteidigen und danach gibt es einen bestimmten Grund, schon auf Tisch zu sitzen und zu sprechen. Aber die sogenannten Kompromisse sehen wir nicht. Das ist zu abgeben, eine große Teil von der Ukraine zum Russen ist keine Kompromisse für uns. Wenn Sie erlauben, würde ich an der Stelle einmal bei Kevin Kühnert nachfragen. Einfrieren des Konfliktes, hat Vitali Klitschko gerade gesagt, kann nicht die Lösung sein. Wird dieser Krieg irgendwann eingefroren werden müssen, weil Deutschland einfach seiner historischen Verantwortung nicht gerecht geworden ist, Herr Kühnert? Wir können nicht in die Zukunft gucken, aber Sie spielen ja an mit dem Wort einfrieren, auch noch mal auf die Rede meines Fraktionsvorsitzenden. Ich lege auch an dieser Stelle Wert darauf zu sagen, er hat an keiner Stelle gefordert, dass der Krieg gerade auch jetzt eingefroren wird. Alle sehen, es gibt im Moment auf Seiten desjenigen, der den Krieg begonnen hat, nämlich bei Wladimir Putin, keine Bereitschaft, gerade über irgendetwas zu verhandeln. Aber er hat verunsichert. Selbst Christian Lindner sagt, es war eine gefährliche Äußerung, weil unsere osteuropäischen Partner alle Zweifel haben müssen, dass wir noch bei der Stange sind. Naja, nun muss man nicht jede politische Aussage teilen. Aber was die Klarheit der deutschen Position angeht, fragen wir doch vielleicht am besten diejenigen, die es am authentischsten, wenn ich das so sagen darf, beurteilen können. Und das sind die Menschen in der Ukraine. Nicht nur, was Vitali Klitschko gerade am Anfang gesagt hat, nochmal als Dank an die deutsche Unterstützung, sondern es gibt von einem Institut in der Ukraine seit Beginn des Krieges eine regelmäßige Befragung, die ich sehr interessant gefunden habe. Da werden die Leute befragt, welches Land oder welche internationale Organisation nennen sie, wenn sie daran denken, wer unser Land, die Ukraine, gerade am meisten unterstützt. Zu Beginn des Krieges im April 2022, da hatte ich die ersten Zahlen gefunden, hat Deutschland 1% bekommen von den Leuten, die dort befragt wurden. Jetzt zuletzt waren wir bei 45% und das zweitmeistgenannte Land nach den USA. Vor Großbritannien, vor Polen, weit vor Frankreich, vor der Europäischen Union und anderen. Es gibt überhaupt keinen Anlass zu glauben, dass die Unterstützung, die wir bisher in enormer Weise leisten, dazu geeignet wäre, an unserer Solidarität zu zweifeln. Diese Anlässe gibt es und Sie müssen natürlich verteidigen, dass und Sie müssen verteidigen, was die Position der SPD in diesem Fall ist. Und dann ist ja dennoch die Frage, wir geben Sie zurück an Vitali Klitschko. An welcher Stelle, glauben Sie, Herr Klitschko, müsste, Kevin Kühnert verwies gerade auf eine Umfrage, die deutlich machte, dass das Ansehen der Deutschen in der Ukraine besonders hoch sei und gestiegen sei von 1% auf über 45%. Wo würden Sie sich denn wünschen, dass Deutschland noch nachlegt?
gibt große Diskussionen wegen Taurus, wegen bestimmten Waffen. Ich möchte eines sagen, jede Waffe, was Deutschland liefert für uns, das ist eine Verteidigungswaffe. Die Ukraine ist ein friedliches Land. Wir waren immer neutral und wir waren niemals aggressiv für unsere Nachbarn. Und heute haben wir keine andere Wahl. Wir müssen unser Land verteidigen. Und ja, die ganze Welt ist respektiert ukrainische Soldaten. Wir haben einen Will zum Sieg gezeigt, einen richtigen harten Charakter. Aber Will zum Sieg ist gut, aber moderne Waffen spielt eine wichtige Rolle und ist kein Geheimnis. Bei uns jetzt im Moment ein riesiges Defizit von Munition und verschiedene Art und Waffen. Und deswegen, wir brauchen schnelle Entscheidung und die Lieferung, weil die Frage ist um Leben unserer Soldaten. Das ist die Davon hängen Sie ab. Wir werden Kevin Kühnert gleich natürlich auch nach dem Taurus fragen. Sie haben zum x-ten Mal gesagt, wie wichtig das für die Ukraine wäre, auch über diese Waffe zu verfügen, wiewohl sie natürlich am Ende nicht den Krieg entscheidet. Kommen wir vielleicht noch mal zurück zu dieser Situation, dass bei den US-Amerikanern zu befürchten ist, dass die 60 Milliarden US-Hilfe vielleicht gar nicht kommen. Würden Sie wie Volodymyr Zelensky sagen, fällt dieser Geldbetrag aus, fallen diese Milliarden aus, dann bleibt nur die Niederlage der Ukraine? Ohne Unterstützung, ohne Hilfe von unseren Partnern, wir können nicht überleben, weil wir sind reduziert. Mit unsere Wirtschaft funktioniert nicht, unsere Logistik ist zerstört, unsere militärische Potenzial ist auch reduziert und deswegen abgegrenzt. Und deswegen wir brauchen moderne Waffen, wir brauchen eure Unterstützung. Und wieso? Jeder fragt, wieso müssen wir unterstützen? Weil die klare Antwort, wir verteidigen nicht unsere Werte, weil jeder muss verstehen, der Sinn von diesem sinnlosen Krieg, wir wollen ein Teil von europäischer Familie zu sein. Putin sagt, stopp, ihr seid ein Teil von großer russischer Imperie. Und deswegen kämpft Ukraine, in seine Imperie zu haben. Zumindest. Und wir verteidigen heute unser Land und jeder von westlichen Politikern muss verstehen, ohne Waffenlieferung Putin, ohne Erfolg in der Ukraine, Putin geht so weit, es weit, wir erlauben ihn zu gehen, weil wir hören Stimmen von Moskau wegen baltischen Länder, wegen Polen. Und wenn haben wir ein gutes Beispiel, wenn haben wir eine Zeitmaschine in 5 Jahren, jeder von uns kommt vor 5 Jahren und wird erzählen, was im Moment in Ukraine passiert, dass bestimmte Leute denken, er ist geistkrank. Das kann nicht wahr sein. Aber heute, das ist eine harte, brutale Realität, was passiert in der Ukraine. Deswegen bitte nie unterschätzen die Wünsche und die Aktivität von Russland. Und deswegen, wir brauchen dringend Waffen. Wir brauchen, weil mit dieser Waffe, wir verteidigen nicht uns, wir verteidigen jeden von euch. Und nur weil auch das noch aus den Nachrichten zu entnehmen war, Donald Trump spielt damit natürlich schon im Hintergrund und verhindert über die Republikaner, dass dieses Geld aus Washington kommt. Und er behauptet, in 24 Stunden wäre mit ihm als Präsident der Krieg der Ukrainer, den die Ukrainer auszuhalten haben, beendet. Wie groß ist Ihre Sorge vor einem Präsidenten Donald Trump? Frage mich. Ja. Ich glaube jetzt im Moment die Rhetorik von Trump vor den Präsidentschaftswahl, weil Ende des Jahres die amerikanische Volk wird den Präsident wählen. Yeah. Und Ukraine jetzt im Moment befindet sich zwischen die Debatten zwischen Republikanern und Demokraten. Und deswegen wir sind in so einer Sandwich-Position, wo
Ja, das ist keine gute Beispiel. Wir wollen nicht ein Sandwich zu sein. Aber trotzdem, das ist die Ukraine, Frage der Ukraine jetzt im Moment eine politische Frage, die Präsidentschaftswahl. Ja, und das ist tatsächlich auch überhaupt keine schöne Position, wenn man in einer Sandwich-Position ist. Wir danken an dieser Stelle nach Kiew, Vitali Klitschko. Alles Gute für Sie von uns hier aus Berlin und natürlich von allen Menschen, die uns zuschauen. Vielen Dank. Ich möchte noch einmal danke an Deutschland, die größte Unterstützer der Ukraine, von unserer Bürger, von unserem Volk. Ich möchte danken und bitte unterstützen Ukraine. Das ist sehr wichtig, weil wir kämpfen für genau das gleiche Werte, für demokratische Werte. Und wir rechnen an eure weitere Unterstützung. Das ist sehr wichtig für uns, für die Ukraine. Das ist sehr wichtig für europäische Familie, für jeder in Deutschland auch. Das ist unbedingt noch mal angekommen hier und wir danken zurück. Noch mal alles Gute aus Berlin. Danke, Vitali Klitschko, der Bürgermeister von Kiew. Und damit sind wir zurück in der Runde. Katrin Eigendorf hat für das ZDF schon viel aus der Ukraine berichtet, tut es demnächst wieder. Wie groß ist Ihre Sorge, dass die Ukraine vor einer Niederlage steht? Also wir erleben sicherlich den Krieg im Moment an einem ganz, ganz deutlichen Tiefpunkt noch einmal. Also tiefer, als wir das bisher leider konstatieren mussten. Dennoch würde ich davor warnen, jetzt dem zu folgen, was Präsident Selenskyj sagt. Das ist natürlich ein nach außen vermitteltes Szenario, das darauf drängt, Waffen zu liefern. Wenn man sich die Situation am Boden anguckt, ist die Lage, vor allem die humanitäre Lage, eine Katastrophe. Aber dass Russland jetzt in ein paar schnellen Zügen die Ukraine erobert und die Ukraine diesen Krieg verliert, das sehe ich nicht. Wie groß ist die Sorge der Bevölkerung vor einem Ausbleiben dieser US-Hilfen? Sehr groß. Das ist auch ein großes Thema. Es hängt alles zusammen. Also was ich jetzt erlebt habe, ist, dass man als Journalist auch immer wieder konfrontiert wird mit Fragen der Ukrainer, seien es Politiker, aber auch normale Bürger, die sagen, habt ihr in Deutschland immer noch nicht verstanden, worum es in diesem Krieg geht? Dass es hier um weitaus mehr geht, als ukrainisches Staatsgebiet zu verteidigen. Dass es hier darum geht, letztendlich auch euer Interesse sein muss als Europäer, dass Wladimir Putin aus diesem Krieg nicht als Sieger hervorgehen darf. Und ich glaube, das ist etwas, das findet in den Debatten hierzulande immer noch nicht genug Raum. Es muss für uns Europäer darum gehen, dass wir zu einer Politik kommen, die klar macht, der Preis, den Wladimir Putin für diesen Krieg zahlt, der muss hoch sein. Er darf solche Kriege künftig nicht mehr führen können. Und da geht es um eine europäische Sicherheitsstruktur. Und die müssen wir auch unabhängig von Amerika und dem, was in diesem Amerika passiert, hinkriegen. Weil sonst machen wir uns ja total verletzlich. Und interessanterweise wird das in der Ukraine, vielleicht auch, weil das Land natürlich den bitteren Preis für diesen Krieg auch viel mehr zahlt als wir, die hier gemütlich sitzen, wird das in der Ukraine viel intensiver und viel überlegter diskutiert, als ich das hier erlebe. Und viel mehr gefordert. Und dennoch gestatten wir uns gemeinsam, einmal diese Frage noch mal zu wägen und uns anzuschauen, wie sehr eigentlich sowohl in der NATO als auch in der Ukraine nichts ohne die USA gehen. Die laufende Milliardenhilfe der Amerikaner für die Ukraine ist fast aufgebraucht. Ein weiteres Paket von 60 Milliarden Dollar wartet auf die Freigabe durch den US-Kongress. Die Republikaner verhindern es seit Monaten. Die Milliardenhilfe, die Präsident Biden dem Kongress vorgelegt hat, ist dringend und sie ist zwingend. Alle Augen richten sich auf ihn. Mike Johnson, Sprecher des Repräsentantenhauses, Republikaner, Hardliner. Er könne sich die Abstimmung durchaus vorstellen, aber kaum gesagt fallen die noch härteren Hardliner in seiner Partei über ihn her. Für den britischen Außenminister Cameron ist Johnson der Mann der Stunde. Der US-Kongress muss die Mittel freigeben. Johnson kann das schaffen. Es geht um Amerikas Sicherheit und um Europas Sicherheit. Donald Trump ist das egal. Nicht das Geld beendet den Krieg, er beendet ihn. Ich sag Putin, lass es. Ich sag Selenskyj, lass es. Ich beende das in 24 Stunden.
Claudia Major, Politikwissenschaftlerin, Sicherheitsexpertin. Die Republikaner entscheiden über das Schicksal der Ukraine. So würde es Volodymyr Zelensky vielleicht sagen. Und Donald Trump steht dahinter. Hat er es jetzt in der Hand? Ist tatsächlich Donald Trump derjenige, der der Gamechanger in diesem Krieg sein könnte? Natürlich ist die amerikanische Unterstützung enorm wichtig. Und wir merken, dass das Ausbleiben seit Dezember jetzt schon Auswirkungen auf den Kriegsverlauf hat, weil die Ukraine damit nicht planen kann. Und wenn man davon ausgeht, dass der weitere Verlauf des Krieges davon abgeht, ob genug Personal da ist und ausgebildet wird, ob es genug Material gibt, ob es genug finanzielle Unterstützung gibt und politische Unterstützung, merken wir, dass in all diesen vier Faktoren, Personal, Ausrüstung, Geld und politische Unterstützung, die USA natürlich enorm wichtig sind. Aber ich glaube, dass man die europäische Rolle auch nicht kleinreden sollte. Dass in bestimmten Bereichen wie der finanziellen Unterstützung die Europäer sehr viel mehr tun können. Und da würde ich das aufnehmen, was Katrin Eigendorf gesagt hat. Wenn wir das nicht als unser Problem wahrnehmen, sondern sagen, es ist ein Problem der Ukraine, aber uns betrifft es nicht so ganz, dann werden wir für diese großen finanziellen und militärischen Unterstützungsschritte nicht bereit sein. Mhm. Und deswegen ist diese Wahrnehmungsfrage so wichtig. Wir müssen das als etwas wahrnehmen, was unseren Wohlstand und unsere Sicherheit selber betrifft. Dies könnte ja sein, dass die Ukrainer, nicht die Ukrainer, sondern die US-Amerikaner uns viel schneller dazu zwingen, eben weil ihre Hilfe ausfällt. Und damit, Herr Bartsch, sind wir bei einer vielleicht ganz guten Frage an Sie. Wenn die USA sich also sogar schon vor den Wahlen aus dieser Hilfe heraus bewegen würde, aus dieser Form der massiven Unterstützung für Europa heraus beziehen würde, geschähe ja eigentlich etwas, was die Linken ganz gut finden. Europa müsste sich mehr selbst ohne die Amerikaner oder mit weniger amerikanischer Einmischung um Sicherheit und Frieden kümmern. Das finde ich erstmal gut, wenn es eine europäische Außenpolitik geben würde, die vor allen Dingen sehr auf Frieden ausgerichtet ist. Das wäre schon sinnvoll. Allerdings ist die jetzige Situation natürlich für die Ukraine eine katastrophale Situation. Das ist ja unbestritten. Da stimme ich Ihnen ja zu, dass jetzt genau das droht. Also früher wurde immer gesagt, die Ukraine muss den Krieg gewinnen. Hab nie verstanden, was darunter gemeint ist. Mhm. Ich verstehe jetzt auch im Übrigen nicht, die Ukraine wird den Krieg verlieren. Ich hoffe, dass genau beides überhaupt nicht passiert. Am Ende ist doch genau das der richtige Punkt. Wir brauchen eine Sicherheitsstrategie, eine Sicherheitskonstruktion, die verlässlich ist. Das ist doch das, was der Ukraine, was der die größten Sorgen macht. Es gibt vielleicht wirklich einen Waffenstillstand. Es gibt vielleicht Verhandlungen, auf die man sich einigt, siehe Minsk 1 und 2. Mhm. Und das alles ist das Papier nicht wert. So, und das ist genau der Punkt, wo wir hinkommen müssen. Und da finde ich schon, Europa hat am Ende des Tages, das muss man ja klar sagen, Europa hat in dieser Frage wie in anderen versagt. Das Was ist so. Europa hat versagt und das ist doch noch mal eine gute Vorlage für Kevin Kühnert. Herr Kühnert, noch mal an Sie, was, wenn die USA ausfiele, wäre Europa denn überhaupt je in der Lage, die US-Amerikaner zu ersetzen? Wenn wir jetzt ganz konkret uns angucken, was haben die USA alles in den letzten 2 Jahren gemacht? Welche Waffen haben sie geliefert? Mhm. Über welche Rüstungsindustrie verfügen sie überhaupt? Dann ist die präzise Antwort, nein. Dazu sind wir kurzfristig nicht in der Lage. Wir können vieles nicht substituieren, was die Amerikaner können. Und das ist nicht nur eine finanzielle Frage. Nichtsdestotrotz, Donald Trump ist nicht gewählter Präsident der USA. Es ist Joe Biden. B, man darf auch mal daran erinnern, seit seiner ersten Wahl als Präsident hat Trump und haben die von ihm dominierten Republikaner nie wieder eine Wahl gewonnen. Er hat 2 Midterm-Elections verloren. Er hat seine Wiederwahl in den Sand gesetzt. Also ich wehre mich ein bisschen dagegen. Offensichtlich zieht sie aber jetzt ja schon die Fäden. Ja, natürlich. Er hat sich die republikanische Partei zum Untertanen gemacht. Es gibt eine mindestens mal hochtaktische Bewertung der Frage, was in der Ukraine passiert. Da wird auch sehr offen mit umgegangen. Da wird vor allem geguckt, was macht das mit Putin und Russland. Das ist noch das größte Interesse dort, wenn überhaupt. Das ist die Perspektive dort. Wir müssen aber, und da gebe ich Frau Major total recht, unabhängig von dem, was in den USA passiert, etwas für unsere Sicherheit machen. Übrigens auch unabhängig davon, ob wir eine Waffenruhe mittelfristig in der Ukraine hinbekommen. Denn wenn morgen die Waffen schweigen würden, was alle freuen würde, die Ukrainerinnen und Ukrainer zuerst, würde ja niemand unter dem aktuellen russischen Regime mit diesem Präsidenten und wie er sich aufführt behaupten wollen, dadurch sei eine strukturelle Sicherheit auf unserem Kontinent
eingekehrt. Hast du nicht behauptet? Ist mir schon klar. Ich will nur noch mal daran erinnern. Also unsere Notwendigkeit, was zu machen, ist nicht dadurch begründet, dass gerade geschossen wird, sondern, und das hat Olaf Scholz damals mit der Zeitenwende zur Erinnerung noch mal gemeint, die Notwendigkeit zum Handeln ist dadurch entstanden, dass einer ein ehernes Gesetz auf unserem Kontinent gebrochen hat. Und das ist Putin. Und das Gesetz lautete, dass man nicht mehr mit Gewalt Waffengrenzen verschiebt und damit seine Konflikte zu lösen versucht. Das hat er gebrochen. Und darauf reagieren wir im Rahmen der Zeitenwende. Deshalb müssen wir mehr für unsere Sicherheit tun. So, und dann sagen Sie, wie, Herr Bartsch, dass Europa da tatsächlich nicht geliefert hat, dass wir so angewiesen sind auf die US-Amerikaner, Hilfe und haben eigentlich welche Vorstellung, wie schnell Europa das schafft? Also wir haben 2 Jahre gebraucht, um jetzt mal die Rüstungsindustrie richtig anzuschieben. Werden die Europäer das schaffen? Das war jetzt gar nicht mein Hauptpunkt, ganz nebenbei. Ich will immer darauf verweisen. Es geht vor allen Dingen darum, dass wir zunächst mal politisch als Europa agieren. Europa ist auch in der Ukraine, und könnte auch andere Punkte nehmen, nicht wirklich ein Player. Das ist doch der Punkt. Mhm. Die großen Player sind die Vereinigten Staaten, ist China. Das muss sich ändern. Und das ist nicht zuallererst, das wird jetzt bei uns reduziert, wir müssen vor allen Dingen mehr in Rüstung. Das ist viel zu wenig. Ich habe es darauf reduziert. Ich stelle die Frage einfach mal zu Ende an Herrn Kühne. Entschuldigung. Genau, und sage, das interessiert ja brennend. Haben wir überhaupt noch die Zeit aufzuholen, was wir 40 Jahre Friedensdividende liegen ließen? Und wie lange haben wir allein in Anbetracht eines Krieges gebraucht, unsere Rüstungsindustrie hochzufahren? Gut, wir haben ja festgestellt, spätestens mit Beginn des Krieges, dass wir in Teilen zu gutgläubig gewesen sind. Ja, und ich hätte mir gewünscht, viele Annahmen, die wir vor diesem Krieg hatten oder viele von uns hatten, hätten sich bewahrheitet. Haben sie aber nicht, habe ich eben drüber gesprochen. Darauf reagieren wir in der Geschwindigkeit, die uns administrativ möglich ist und in dem, worauf sich, wir sind ja eine Demokratie, das ist der Unterschied zu dem, was Putin da hat, worauf wir uns demokratisch mit Mehrheit hier einigen können. Das berührt vor allem, da komme ich jetzt nicht drum rum, die haushaltspolitischen Fragen, wie viele Mittel uns bereitstehen und wie wir sie priorisieren für unsere Zwecke. Ich finde aber das, was Dietmar Bartsch eben gesagt hat, genauso wichtig daneben, nämlich, dass wir uns auch diplomatisch in unserer Rolle in der Welt rüsten für das, was bevorsteht. Da wird ja gelegentlich so getan, wir täten da seit 2 Jahren überhaupt nichts. Das Gegenteil ist der Fall. Nicht nur bei Getreideabkommen, bei der Unterstützung rund um die Verhandlung von Gefangenenaustauschen, sondern eben gerade bei der Betrachtung der Südhalbkugel dieser Welt, wo viele Länder sitzen, die intensiv Handel mit Russland betreiben, deren wirtschaftliche Entwicklung für die nächsten Jahre darüber stark darauf baut. Darüber haben wir hier schon sehr gesprochen. Ja, aber es auch ist wichtig, daran Rolle zu erinnern, Olaf das zu Scholz verstehen. Da spielen wollte, auch mit Reisen nach auch Peking tut, mit der Einladung zum G7-Treffen und in die entsprechenden Formate hinein. Das alles ist wichtig, denn was nicht passieren wird, ist zu glauben, dass wir in der EU der 27 gemeinsam den Schlüssel allein in der Hand haben dafür, dass es in unserer europäischen Nachbarschaft auf Dauer in Zukunft friedlich bleibt. Dazu gehören mehr Akteure so, in dieser Welt. Und dann die Fragen an die zwei schlauen Frauen im Außen. Frau Major, die Republikaner, ich will einmal noch mal darauf zurückkommen, haben jetzt angeboten, denn es ist wichtig zu verstehen, die haben jetzt angeboten, die Ukraine soll die Waffen auf Kredit liefern, die wir eben zögerlich liefern. Sie sollen sie kaufen, auf Kredit kaufen. Und sie haben angeboten, dass wir diese Russland-Milliarden, die 200 Milliarden schneller hergeben. Ganz kurz gesagt, beides läuft darauf hinaus, dass die Europäer mehr zahlen müssen. Also es geschieht natürlich am Ende genau das, was Herr Kühnert gerade markierte. Europa muss bereit sein, mehr Geld in die Hand zu nehmen, denn europäische Hilfen werden dann diese Kredite der Ukrainer bezahlen. Ja, ich glaube, ich würde einen Schritt zurückgehen und sagen, was passiert denn, wenn die Amerikaner tatsächlich, wie Sie es beschrieben haben, nicht mehr zur Verfügung stehen. Ne? Und dann haben wir ja nicht nur ein Loch mit Blick auf die Ukraine-Unterstützung, wir haben ein fundamentales Problem mit der europäischen Verteidigung. Wir haben also 2 Leerstellen, die wir füllen müssten. Ne? Und mit Blick auf die Ukraine sind es natürlich die Finanzen, ist es die militärische Unterstützung. Bestimmte Sachen können die Europäer, auch wenn sie sich große Mühe geben, nicht liefern.
Das sind Raketen mit Reichweite bis zu 300 Kilometern. Das ist die Aufklärung. Das können wir nicht. Und die politische Rolle der USA ist ja auch, dass sie die ganzen Unterstützerstaaten zusammenhalten. Die Europäer, die von außerhalb von Europas wie Australien, Neuseeland zusammenkommen. Das heißt, die Rolle der USA ist nicht nur finanziell oder militärisch oder politisch, sondern es ist dieses Dreierding. Und das betrifft nicht nur die Ukraine, es betrifft genauso die europäische Verteidigung. Das heißt, die Hausaufgaben, die wir haben, sind in beiden Bereichen enorm hoch. Und ich glaube, dass dieses Trennen hier Finanzen und da ein bisschen Europa, das passt halt nicht. Sondern die Hausaufgaben, die wir in Europa und in Deutschland haben, sind enorm groß. Und selbst wenn wir uns jetzt sofort engagieren würden, um diese politischen, militärischen, finanziellen Lücken zu stopfen, brauchen wir dafür wahrscheinlich Jahrzehnte. Das kann schon deshalb nicht gehen, weil, und darauf verweist die SPD ja nicht zum ersten Mal, man in einem demokratischen Land, das ist eines der wichtigsten Argumente, die Unterstützung der Bevölkerung braucht. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, dass natürlich die politische Aufgabe auch immer ist, dafür zu werben und zu erklären, was Sie vorhin gesagt haben, dass es kein Almosen für die Ukraine ist, dass sie ihr Land befreien können, sondern dass wir in Deutschland und in Europa mit einer Ukraine, die zum Teil oder gänzlich russisch besetzt ist, schlechter dastehen. Sicherheitspolitisch schlechter, weil Russland näher herangerückt ist. Das heißt, die Bedrohungslage eine andere wäre, weil wir wahrscheinlich größere Flüchtlingsströme hätten, weil aber auch unser Wohlstandsmodell bedroht ist, weil natürlich wir davon abhängen, weil die deutsche Wirtschaft davon abhängt, dass international Warenströme, Finanzströme, Rohstoffströme alle funktionieren und diese internationale Ordnung geregelt abläuft. Wenn aber das russische Beispiel Schule macht, dass ich mit militärischer Gewalt Regeln verändern kann, wie ich will, dann betrifft das auch andere Weltregionen. Das heißt, was wir uns immer wieder vor Augen führen müssen und was politische Überzeugungsaufgabe ist, zu sagen, das ist nicht ein Problem der Ukraine und der Balten und der Polen. Das ist für uns ein sicherheitspolitisches und wirtschaftliches und normatives Problem. Yeah. Und deswegen ist die Frage, die wir uns stellen müssen, wie können wir das russische Kosten-Nutzen-Kalkül so ändern, dass Russland bereit ist, ohne Vorbedingungen an den Verhandlungstisch zu kommen. Das läuft über Verhandlungsversuche. Russland sagt klar, sie wollen nicht verhandeln, sie haben kein Interesse daran, obwohl es ständig probiert wird. Das läuft über militärischen Druck, das ist bislang auch nur mittelmäßig erfolgreich. Und es läuft über wirtschaftlichen Druck, da haben wir auch noch Spielraum. Ne? Aber die Frage ist, wie kann man an diesen drei Stellschrauben, politischen Druck, wirtschaftlichen und militärischen, noch mehr versuchen, das russische Kosten-Nutzen-Kalkül so verändern, dass Russland mehr davon hat oder glaubt davon zu haben, an den Verhandlungstisch zu kommen, als weiterzukommen. Haben wir bislang nicht geschafft. Ich mache mir da keine Illusionen. Aber wir müssen uns, glaube ich, ehrlich machen, dass wenn Russland auch nur teilweise erfolgreich ist, die Kosten für uns noch viel, 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 viel höher sind. Sicherheitspolitisch und wirtschaftspolitisch. Das ist jetzt eine Zwischenfrage an Dietmar Bartsch, der dafür plädiert, dass sofort Waffenstillstand mit Verhandlungen beginnen eine Maxime der Stunde ist. Frage von Frau Major weitergeleitet. Glauben Sie denn, dass es nicht viel mehr Geld kosten würde, wenn wir am Ende einen faulen Frieden haben, wenn es am Ende einen Frieden unter dem Diktat von Putin gäbe? Das ist ja überhaupt nicht meine Forderung. Es wäre ja auch irre, wenn ich fordern würde, einen Frieden unter dem Diktat von Putin. Ich sage einen Waffenstillstand, und zwar aus dem schlichten Grund. Wir haben da circa 500.000 Tote und Verletzte. Das müssen wir auch mal konstatieren. Das geht um Menschen. Wenn man da mit Menschen redet an der Front, und das habe ich, da ist das nicht so, dass die alle sagen, vor allen Dingen wollen wir bis zum letzten Mann, bis zur letzten Frau kämpfen. Der Waffenstillstand ist ein erster Punkt. Und wir haben der Ukraine überhaupt keine Vorschriften zu machen. Am Ende muss es darum gehen, dass wir wirklich eine Ordnung haben auf der Welt. Und da ist der Ukraine-Konflikt, sage ich jetzt mal so, bei aller, ich kann Vitali Klitschko da in vieler Hinsicht nachempfinden, aber es geht um China, es geht um viel mehr. Wir brauchen eine Sicherheitsarchitektur. Und wir haben jetzt eine Situation, dass das eben auf der Welt sich genau in eine andere Richtung entwickelt. Im Übrigen ja auch in Europa. Das ist doch das Problem. Wir haben jetzt geringere Unterstützung, siehe Wahlen in der Slowakei, siehe Ungarn, siehe andere Länder. Das ist ein Problem. Und deswegen sage ich, es muss der wirtschaftliche Druck, das ist wahr. Und da müssen andere Länder, ich sage noch mal, China muss da eine wichtige Rolle spielen. China hat dafür aber gesorgt. Aber das ist ja der Fall, Herr Bartsch. Also, naja, die werden involviert. Sie haben einen eigenen Friedensprozess begründet. Darum haben wir hier natürlich auch schon diskutiert. Und es gibt die Schweiz-Initiative. Also immer zu behaupten, diese Initiativen, das ging los mit Jeddah, Kopenhagen. Und nun ist daraus eben eine Schweiz-Initiative geworden. Termin wird schon diskutiert. Also so zu tun, als gäbe es diese Bemühungen nicht von Anfang an, das ist doch nicht redlich.
Also erstens gibt es die, Gott sei Dank. Deswegen gibt es Gefangenenaustausch. Deswegen ist das Getreideabkommen faktisch im Moment im Gange, wenn auch natürlich nicht mehr auf der Grundlage. Das habe ich auch nie behauptet. Ich sage, was mir fehlt, ist eine wirklich europäische Friedensinitiative. Mhm. Wir haben die aus anderen Ländern. Und da ist, es gilt doch, es wird nur funktionieren, wenn der Druck aus China, aus den Vereinigten Staaten, auch aus Europa, und zwar nicht der militärische. Deswegen ein Waffenstillstand ist ein erster Schritt. Und dann muss man dazu kommen, dass die Ukraine über ihre Souveränität selbstverständlich entscheiden kann. Aber ohne diesen, wir haben, wissen Sie, ich will die das nur Osteuropäer, lassen Sie mich einen Satz noch sagen, bitte. Okay. Weil vor einem Jahr wurde auch darüber geredet, da wurde über eine Frühjahrsoffensive gesprochen. Und da war es noch so, dass wir die Ukraine kurz vor dem Sieg stand. Jetzt sagen wir, was kann passieren. Ich möchte nicht, dass wir in einem Jahr in einer noch schlechteren Situation sind. Und das sieht im Moment leider danach aus. Das ist ja einfach ein Fakt. Ein noch höherer Preis. Mit diesen Argumenten begleiten wir den Krieg in der Ukraine. Da möchte ich noch mal darauf hinweisen, der seit 2014 existiert, in dem gesamten Kriegsverlauf. Und es ist nicht so, dass die Ukrainer das unterstützen. Also da würde ich jetzt mal heftig widersprechen wollen. Ich beschäftige mich seit 2014 mit diesem Krieg und war ziemlich oft dort. Und die Ukrainer, so bitter der Preis ist, den die Bevölkerung zahlt, den die Soldaten zahlen, den jeder in diesem Land zahlt, sind weiterhin entschlossen, diesen Krieg zu führen. Weil und sie werden ihn auch führen, unabhängig davon. Völlig unabhängig von uns. Wie hoch unsere Unterstützung ist. Völlig unabhängig davon. Ich würde mal die Prognose wagen, dass auch ohne unsere Unterstützung, die für die meisten Ukrainer die Mehrheit dieser Krieg alternativlos ist, weil es ist ein Verteidigungskrieg gegen ein Land, das ihr eigenes Land besetzen wird. Und was passiert, wenn Russland ukrainisches Staatsgebiet besetzt, das haben die Menschen gesehen in den Gebieten, die besetzt sind. Ich will das jetzt hier nicht im Detail ausführen, wir haben das alle gesehen und erlebt. Das bedeutet, was Russifizierung heißt. Ja, das bedeutet im Prinzip, Städte, die unter russischer Besatzung sind, dort erleben die Menschen massiven Terror, Zwangsrussifizierung, Vergewaltigung, Mord, Folter, Entführung von Kindern. Also wie wollen Sie das noch steigern? Dass für die Menschen die Frage, führen wir diesen Krieg weiter, nicht zur Debatte steht, wie für uns, die jetzt hier das am schönen, ruhigen Tisch debattieren, liegt doch ganz klar auf der Hand. Und deswegen würde ich dem wirklich widersprechen wollen, diesen permanenten Aufforderungen an die Ukrainer, jetzt hier irgendeine Friedensinitiative zu wollen. Präsident Selenskyj ist zu Anfang dieses Krieges wirklich sehr, sehr weit gegangen, indem er Fragen zur Disposition gestellt hat, die eigentlich gegen internationales Recht verstoßen, nämlich die Souveränität seines Landes hat er auf den Tisch gelegt. Und da war kein Partner, der darüber verhandeln wollte. Russland will die Ukraine zerstören. Das sehen wir jetzt in einer Stadt wie Kharkiv zum Beispiel. Da geht es nicht darum, Territorium zu gewinnen, sondern da geht es darum, humanitäre Krisen auszulösen, Terror auszuüben. Wie das Vitali Klitschko vorhin beschrieben hat, kann ich nur bestätigen aus meiner Sicht als Reporterin, was ich in dem Land erlebe. Und wenn wir dieses Vorgehen so durchgehen lassen, dann leben wir morgen in einer deutlich schlechteren Welt. Stichwort europäische Friedensinitiative ist ja noch mal der Gedanke. Halten Sie das überhaupt für möglich? Und könnte Deutschland da eine Rolle spielen? Wir haben die Osteuropäer massiv verwirrt, glaube ich, mit der letzten Diskussion aus den letzten 3 Wochen. Die haben eine Riesenangst, dass wir auch über eine Zügelung sozusagen unserer Unterstützung nachgedacht haben. Denn das ist angedeutet worden mit diesem, vielleicht sollten wir da doch über ein Einfrieren nachdenken. Halten Sie es für möglich, dass es ein europäisches Friedensprojekt geben kann? Es muss eins geben. Also das halte ich nicht nur für möglich, sondern ich halte das für absolut notwendig. Das sehe ich genauso wie Frau Major. Ohne ein europäisches Friedenskonzept riskieren wir unsere Sicherheit, riskieren wir unseren Wohlstand und eigentlich unsere Zukunft. Denn wir können doch nicht darauf bauen, wer in Amerika jetzt diese Wahlen gewinnt. Und wir können auch nicht darauf bauen, auf irgendwelche unsicheren Partner zu setzen. Es geht hier um Europas Sicherheit. Und eine solche Initiative wäre längst dringend nötig gewesen angesichts dieses Krieges. Und ich halte die auch eigentlich für einen realistischen Weg, in dem Deutschland eine Führungsrolle übernehmen könnte. Ich meine, wir sehen in der Ukraine, dass Deutschland, da kann ich nur zustimmen, seine Position und auch sein Ansehen deutlich verändert hat. Deutschland ist klar auch aufgrund seiner Wirtschaftsleistung wichtigster Unterstützer der Ukraine.
Eigentlich könnten die Deutschen auch hier in die Führungsrolle gehen und sagen, wir brauchen eine europäische Initiative, Länder ins Boot holen, das umzusetzen. Stattdessen erleben wir hier Debatten, die in der Außenwirkung doch einfach nur katastrophal sind. Also man schüttelt ja nicht nur in der Ukraine, auch in anderen Ländern einfach nur noch den Kopf. Ich habe manchmal das Gefühl, dass unsere Politiker hier in Deutschland glauben, dass das an unseren Grenzen Halt macht, was hier debattiert wird. Das tut es aber nicht. Wir leben in einer Zeit globaler Information. Jede von diesen Debatten kommt in der Ukraine an, kommt bei unseren westlichen Partnern an und hinterlässt ein katastrophales Bild. Weil es ist einfach eine große Lücke zwischen den Bekenntnissen der Zeitenwende, der Einsicht, was da passiert in diesem Krieg, und dem Handeln dieser Regierung. Sie haben, Herr Kühnert, Sie merken, der Ball rollt wieder zu Ihnen. Sie haben in unserer, und zwar ganz zart, Sie haben in einer vorletzten Sendung gesagt, dass das, was Rolf Mützenich da geäußert hat, geholfen hat, Verständnis in der Bevölkerung zu werben und weiter dafür zu sorgen, dass einem die Bevölkerung nicht von der Stange geht. Würden Sie das heute noch genauso sagen? Glauben Sie, dass die Äußerung von Rolf Mützenich dazu da war, die deutsche Bevölkerung zu solidarisch zu halten? Ich zwinge Sie jetzt nicht zur Überprüfung, ob das Zitat wirklich genau so gewesen ist. Aber Sie ahnen, worauf ich hinaus will, der Friedenskanzler Scholz? Naja, die Aufgabe von Politik ist es nicht, Leuten nach dem Mund zu reden. Die Aufgabe Sie können von gestalten, sagt Frau Eigendorf. Selbstverständlich, das tun wir ja auch. Und man muss ja nicht einverstanden sein mit den genauen Maßnahmen, aber das erkennen wir ja daran, dass die deutsche Politik, und zwar auch so gut wie jede einzelne handelnde Partei, sogar die Opposition, anders spricht und auch handelt in Bezug auf das, was passiert, als das vor 2 oder gar 2,5 Jahren vor Beginn des Krieges der Fall war. Unsere Haltung dazu, wie mit einem laufenden militärischen Konflikt und unserer auch militärischen Unterstützung umzugehen ist, hat sich verändert. Auch Leute, ich will das jetzt ausdrücklich mal sagen, wie Dietmar Bartsch, sind hingefahren. Du und auch Gregor Gysi und andere haben nicht pauschal jede Aussage zurückgewiesen, die zum Beispiel dahin ging zu sagen, dass natürlich die Ukraine sich auch militärisch verteidigen können muss und anderes mehr. Das alles daran sieht man ja, hier finden Veränderungen von Prozessen statt. Man muss aber aufpassen, dass die Distanz zwischen dem, was die Politik vielleicht avantgardistisch macht, und dem, was so gesagt und gedacht wird im Land, dass das zu groß wird. So, und darauf habe ich hingewiesen. Und es ist einfach so, viele Menschen sind nicht etwa die Ukraine-Solidarität leid. Das ist überhaupt nicht der Fall. Die ist auf einem sehr hohen Niveau, aus einer ganz tiefen Überzeugung. Haben eine tiefe aber Sorge. Viele Leute machen sich Sorgen. Und sich Sorgen zu machen, heißt auch nicht, die Ukraine aufzufordern, die Waffen niederzulegen und zu sagen, jetzt lasst uns mal in Ruhe mit euren Problemen, Klammer auf, die ihr nicht verursacht habt, Klammer zu, sondern es geht einfach um die Frage, kommt der Krieg zu uns? Viele haben verstanden, das ist 2 Flugstunden von uns entfernt. Sie haben gesprochen mit ihren neuen Nachbarinnen und Nachbarn auf Zeit, 1 Million Menschen aus der Ukraine, die hier bei uns in Deutschland leben und die darüber berichten können, die den ganzen Tag am Smartphone hängen und nach Nachrichten gieren von ihren Verwandten, ob es ihnen gut geht, was zu Hause wieder beim Bombenalarm passiert ist. Das macht was mit Leuten. Und darüber zu sprechen und der Gesellschaft zu versichern, die Versprechen vom Beginn, die gelten weiterhin. Wir unterstützen die Ukraine. Wir lassen uns nicht in den Krieg reinziehen als Bundesrepublik. Wir agieren eng abgestimmt mit unseren internationalen Partnern. Und wir tun was für eine regelbasierte friedliche Weltordnung, die gelten weiterhin und daran muss von Zeit zu Zeit erinnert werden. Frau Aber Major, unseren Taten soll man uns messen. Frau Major würde jetzt sagen, wenn wir zu wenig tun, dann kommen noch viel mehr Flüchtlinge, weil Putin dann diesen Krieg gewinnt. Und es gibt eine interessante zusätzliche Wende, Frau Major, die NATO hat einen entscheidenden Move gemacht, der sich auch noch mal bezieht auf das, was die US-Amerikaner zu leisten in der Lage und bereit sind. Jens Stoltenberg hat in seinem wahrscheinlich vorletzten Interview gesagt, 100 Milliarden müssen da jetzt auf den Tisch und die Militärhilfe soll koordiniert werden durch die NATO und eben nicht mehr in diesem Rammstein-Format. Wie sehr sehen Sie da auch eine neue Qualität mit einer neuen Bedeutung der NATO, die man so einem Land auch mal erklären müsste? Die 100 Milliarden ist ein Verhandlungsding, das sehe ich ehrlich gesagt noch nicht kommen. Und meines Wissens sind die eigentlich schon wieder vom Tisch. Genau. Ja. Interessanter ist die Frage, ob die NATO die Koordination der militärischen Unterstützung, also dieses Rammstein-Formates, übernimmt. Das ist auch deshalb interessant, weil da ja nicht nur NATO-Staaten drin sind, sondern auch Staaten wie Japan oder Australien. Eben sind über 50. Genau. Die Idee ist eigentlich eher, das Trump-proof zu machen.
Das heißt, wenn tatsächlich Trump sicher zu machen. Das heißt, momentan werden die von den USA geleitet. Wenn es möglicherweise eine Regierung Trump gäbe, wäre die Frage, wie sie das leiten würden. Also die Idee ist eigentlich eher, das sozusagen abzusichern und in die NATO reinzuholen. Was ich möchte noch mal auf den Punkt zurückkommen, den Sie gesagt haben mit dem Waffenstillstand, weil das sagt sich so einfach, Waffenstillstand. Mhm. Es gibt zwei zentrale Elemente, damit so ein Waffenstillstand hält. Das eine ist, beide wollen es. Und das haben wir momentan nicht. Und das zweite ist, ein Waffenstillstand muss abgesichert sein. Mhm. Und wenn wir momentan nicht in der Lage sind, die Ukraine so zu unterstützen, dass sie sich verteidigen kann, sind wir dann in der Lage, einen Waffenstillstand abzusichern. Und ich glaube, das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Wir reden von Waffenstillstand, wir reden von Frieden. Ja. Damit, also zwischen Waffenstillstand und Frieden ist ein himmelweiter Unterschied. Mhm. Waffenstillstand heißt, der Krieg hört auf. Frieden heißt, dass wir die Konfliktursachen überwunden haben. Mhm. Ja? Und ein Frieden oder sowas ist nur dann stabil, wenn beide Seiten es als gerecht wahrnehmen. Wenn es ein Kapitulationsfrieden ist, dann wird es nicht als gerecht wahrgenommen werden. Er muss umgesetzt werden, was mit Minsk nie der Fall gewesen ist. Und es muss international abgesichert werden. Nochmal Sicherheitskräfte, das haben wir auch nicht. Und deshalb ist der Punkt so wichtig, den Katrin Eigendorf gemacht hat. Man impliziert immer so, dass die Ukrainer die Wahl hätten, wenn sie wollen, können sie aufhören und dann haben sie Frieden. In den fast 20% besetzten Gebieten haben sie diese Wahl nicht. Das heißt, die Wahl ist nicht zwischen Krieg und Frieden, die ist zwischen Verteidigungskampf und russischer Vernichtung. Mhm. Und natürlich gibt es in der Ukraine eine große Kriegsmüdigkeit. Das ist überhaupt nicht verwunderlich. Das Interessante ist aber, dass diese Kriegsmüdigkeit in der Ukraine sich nicht übersetzt in wir wollen aufhören, sondern dass sozusagen das Bekenntnis, diesen Krieg weiter, diesen Verteidigungsüberlebenskampf weiterzuführen, gleichbleibend hoch ist. Mhm. Über 70% in der jüngsten Umfrage sagen, wir sind bereit, weiter zu leiden, solange wie es dauert, weil wir wissen, dass wir keine Wahl haben. Und deswegen ist, glaube ich, diese ganze Debatte über Waffenstillstand einfrieren irreführend, wenn die ukrainische Bevölkerung nicht dahinter steht, weil sie wissen, dass es für die besetzten Gebiete kein Frieden und keine Ruhe bedeutet, sondern dass dort die Vernichtung, die systematische Entukrainisierung weitergeht. Und deshalb, ich sage es nochmal, muss für uns die Frage sein, wie kann man dieses russische Kosten-Nutzen-Kalkül verändern? Und wenn wir in Richtung Waffenstillstand gehen, muss er von der Ukraine kommen und muss er abgesichert sein. Mhm. Und absichern, wenn wir mal uns überlegen, was es für Beispiele gibt. Momentan wird viel Korea zitiert. Korea sind immer noch 30.000 amerikanische Soldaten. Mhm. Und bis 1991 gab es in Korea Atombomben amerikanische. Die deutsch-deutsche Frage wissen wir auch, dass die deutsch-deutsche Grenze auf westlicher Seite vollgestellt war mit alliierten Kräften. Da reden wir über ein ganz anderes Level an westlicher Unterstützung, als wir jetzt haben. Also es wird nicht weniger, es wird eher noch mehr. Damit sind wir wieder, Herr Bartsch, Sekunde, damit sind wir wieder auch bei der NATO, weil warum wünscht sich die Ukraine, dass sie Mitglied der NATO wird? Weil sie natürlich zum einen genau diesen Schutz hat und oder haben würde und oder sich eben nach den Sicherheitsgarantien der NATO natürlich umschaut in einer solchen Situation, denn wer soll sie sonst schützen? Ja, das ist doch logisch, dass die Ukraine sagt, ich will in die NATO, weil dann ist der Bündnisfall und dann werden alle gemeinsam das verteidigen. Das wäre allerdings, müssen wir einfach sagen, dann ein Krieg, den niemand wollen kann. Okay. Sie haben ja völlig zu Recht darauf verwiesen, 70%. Das ist richtig. Das heißt aber auch 30% sehen das anders. Im Übrigen gibt es in der Ukraine ein Ost-West-Gefälle. Sie haben völlig recht. Waffenstillstand ist erstmal noch gar nichts. Man muss da erstmal beginnen. Erstmal dahin kommen. Ja, aber das ist das Allererste. Ich sage nochmal, eine halbe Million Tote und Verletzte bis heute. Inzwischen ist das Durchschnittsalter der ukrainischen Armee um 10 Jahre nach oben gegangen. Wir können das alles so weitermachen. Wir können noch ein paar Jahre machen. Dann ist das Durchschnittsalter irgendwann über 50 und die Ukraine wird dann nicht nur am Material, sondern auch an den Menschen kapitulieren. Das können wir nicht wollen. Mhm. Jetzt zu sagen, wir kämpfen bis zum letzten Mann, bis zur letzten Frau, heißt eigentlich, die Ukraine aufzugeben. Richtig ist doch, dass wir dahin kommen müssen, was Sie sagen, dass die Kosten-Nutzen-Rechnung auch von Russland eine andere wird, dass sie bereit sind zu sagen, okay, Waffenstillstand ist für uns besser. Wie das ist das mit machen? Der genau. Ja, jetzt können Sie mir noch sagen, fahren Sie nach Moskau. Ich kann nur sagen, also auch zu die Ukrainer denken, wer ist, ich sage noch mal, wirtschaftlicher Druck. Nicht mehr von Europa, das ist im Moment vorbei, sondern da sind China, die Vereinigten Staaten, Indien, die BRICS-Staaten, Afrika im Übrigen. Ich war, als ich in Kiew war, waren die
waren arabische Staaten da, war die Afrikanische Union da, hat mit Zelensky geredet und sehr wohl die Tür aufgemacht. Und ich sage Ihnen, der Druck wird größer werden. Und ich finde es schlecht, wenn der Druck aus russischem Militär größer wird. Denn dann werden die Verhandlungspositionen schlechter. Und dass das entschieden wird über die Ukraine in den Vereinigten Staaten, das können wir doch nur eigentlich mit Abscheu betrachten. Und das ist doch die Wahrheit. Es wird am Ende, wenn es so ausgeht, wie wir alle hier hoffentlich nicht wollen, dass Trump dort der Präsident wird. Wenn wir eine Situation haben, wo Europa das, was Sie einfordern, eben gar nicht leisten kann. 10 Jahre braucht man mindestens. Also sage ich, ist Verhandeln, Waffenstillstand als kleiner Schritt, Druck von allen anderen, gemeinsame europäische Friedensinitiative, das ist aus meiner Sicht zumindest mal ein Ansatz. Das jetzige, wir kämpfen weiter, wir reden in Deutschland nur noch über, welche Waffen liefern wir. Frau Major, darf gleich ein zentrales Element vergessen Sie. Russland hat völlig klar gemacht, dass es kein Interesse an Verhandeln hat. Ja, da Russland lehnt ja Verhandlungen Also ab. Ich glaube, dass der Ansatz, dass wir glauben, es muss doch auf der anderen Seite einen Kompromisswillen geben, haben wir nicht. Nee. Wenn man sich die Äußerungen von Peskow, von Medvedev, von Putin ansieht. Das ist 14 Tage alt, dass er sagt, warum soll ich verhandeln, ja, wenn ich keine Munition mehr habe. Ich habe die ganze Rede gesehen, ich habe sie im Original mir angehört und die war sehr wohl etwas differenzierter. Ich sage doch nicht, dass Putin, also ich meine, meine Verurteilung ist ganz eindeutig. Ich habe Jahre in Moskau gelebt, mit Ukrainern und mit Russen gemeinsam eine Aspirantur gemacht. Aber die Frage ist doch, warum furchtbar. Denken Sie... Und Putin ist der Verantwortliche, das ist unbestritten. Mhm. Und trotzdem, da bleibe ich bei dem alten Sozialdemokraten Helmut Schmidt, der gesagt hat, lieber 1000-mal reden als einmal schießen. Das bleibt meine Haltung. Ja, aber mit wem wollen Sie denn reden? Ja, selbstverständlich aktuell mit denjenigen, die die Verantwortung haben. Aber die haben. Wollen was nicht denn mit sonst? Ihnen reden. Ja, mit mir nicht, nee, also mit nicht Ihnen mit auch Herrn nicht. Aber vielleicht reden Sie, wenn die Chinesen, die Amerikaner und andere Druck machen, dass Sie mit Zelensky vielleicht auch, Zelensky hat auch gesagt, er redet nicht mit Putin. Das ist natürlich eine Konstellation. Wir können jetzt sagen, okay, es gibt keine Alternative, es muss militärisch gelöst werden. Das ist nicht mein Ansatz. Ich wiederhole dabei. Eine 500.000 Tote und Verletzte sind für mich zu viel. Jeden Tag sterben Kinder und jetzt inzwischen auch in Russland immer mehr. Das ist eine Situation, wo wir nicht sagen sollten, okay, die wollen vor allen Dingen weiter kämpfen, wir müssen nur mehr Waffen liefern. Das ist die falsche Sicht. Schließen Sie sich an, Herr Künnert? Finden Sie das eigentlich auch einen Gedanken, zu sagen, es muss dann jetzt irgendwie mal aufgehört werden mit dem Sterben? Und ist das Ihre Argumentation? Und ist das Ihre Argumentation, zu sagen, den Taurus besser nicht? Tatsächlich, das sagen alle und ich glaube, das meinen auch alle, weil alle wollen, dass es am Ende alle wollen, dass endet damit, dass die Waffen schweigen. Es ist ein gerechten Frieden, was heißt genau. Frieden in Freiheit gibt, keine Frage. Was mir immer ein bisschen fehlt bei denjenigen, die traditionell, und das ist erstmal ein sehr gesunder Reflex, Waffenlieferungen sehr skeptisch gegenüberstehen, was mir fehlt, ist eine selbstkritische Sicht auf die letzten 2 Jahre, nämlich mal festzuhalten, dass wir hier heute in diesem warmen Studio in Deutschland sitzen und über die Frage philosophieren können, mit Verlaub, ob man jetzt und wie man was beenden oder verhandeln sollte oder nicht. Das ist überhaupt nur möglich, weil in den letzten 2 Jahren auch militärisch unterstützt wurde. Hätten wir all diese Fragen, hätten all die Verantwortlichen das in den letzten 2 Jahren mit wir müssen mal nachdenken oder wer weiß, wie es wird, beantwortet, dann wäre die Karawane auf dem Weg nach Kiew nicht irgendwann umgekehrt und zurückgeschlagen worden, sondern sie wäre durchgekommen, dann wäre die Munition irgendwann alle gewesen, dann hätten wir Straßenkämpfe in Kiew mit Nudelhölzern am Ende in der Hand gehabt und wir hätten heute keine Ukraine mehr und in der EU wären nicht 6 Millionen Geflüchtete aus der EU, sondern 20, 30, 40 mit all den Auswirkungen, die da sind. Ich finde, man muss sich das vor Augen führen und sagen, wir sind an dem Punkt, wo wir jetzt sind, dass es noch eine Ukraine gibt, dass noch was zu verhandeln ist, weil unterstützt wurde. Das darf jetzt kein Perpetuum mobile werden, dass das ewig so weitergeht. Aber wir haben gelernt, es gibt keinen Knopf, auf den jemand drücken und sagen kann, zwei Jahre Krieg waren jetzt genug. Jetzt hätte ich gerne die Verhandlung. Man muss immer wieder neue Anlässe schaffen. Es wird geredet. Man muss das vielleicht den Leuten auch mal sagen. Also wer jetzt denkt, es sei niemand Westliches seit 2 Jahren in Russland gewesen. Unbedingt. Es gibt Unterhändler der Vereinten Nationen und andere, die dort sind. Es gibt auch frühere Oligarchen oder immer noch Abramowitsch und andere, die unterwegs sind. Natürlich. Sind das jetzt alles tolle Leute? Nein, nicht immer. Aber natürlich wird geredet. Das wird diese Konferenz
im Juni vorbereitet. Selenskyj selbst hat früh seinen 10-Punkte-Plan auf den Tisch gelegt. Der ist natürlich, wie sollte das anders sein, sehr absolut. Da muss im Prinzip Putin nach Den Haag. Das weiß Selenskyj auch selber, dass das am Ende nicht passieren wird. Letztlich ist das ein Angebot, man kann mit mir und meinem Volk am Ende verhandeln, ja, wenn dafür Rahmenbedingungen geschaffen sind. Also es mangelt nicht an Angeboten, aber tatsächlich an der Bereitschaft von einem, der es ganz maßgeblich jetzt in der Hand hat. Sind Sie auch nicht überrascht, Herr Kühnert, danach noch mal zu fragen, weil die ukrainische Seite es fordert und ebenso sehr darauf wartet, dass dieser Taurus, also eine nächste sehr besondere und sehr leistungsstarke Rakete, dann endlich zur Verfügung gestellt werden würde, damit das russische Hinterland erreicht wird und vor allen Dingen Militärdepots erreicht werden. Selenskyj sagt in einem Interview, dass der Bundeskanzler, dass er glaubt, der Bundeskanzler hätte das behalten wollen, weil es die beste Waffe ist, die Deutschland zur Verfügung hat und er diese wirkmächtigste Waffe für den Fall eines Krieges nicht aus der Hand geben möchte. Neben allen Argumenten, die wir sonst so gehört haben, also es ist zu zitieren, es ist in einem Interview gesagt, bei den Ukrainern bleibt hängen, wir trauen denen einfach nicht. Ich glaube, da haben wir vorhin schon mehrfach drüber gesprochen, die meisten Ukrainer wissen sehr genau, nicht nur, dass wir solidarisch an ihrer Seite sind, sondern auch, dass wir ihnen trauen, sonst hätten wir ihnen nicht diese enorme Menge an hochwirkungsvollen Waffen in die Hand gegeben. Ich kann allen nur mal den Blick auf die Seite der Bundesregierung empfehlen. Es ist wirklich eine episch lange Liste, die man sich da angucken kann. Haben wir alle schon gemacht? Ja, aber Frau Illner, Sie wissen es auch, ich sage es gerne noch mal dazu, die Entscheidung zum Taurus ist gefallen. Der Bundeskanzler hat sie getroffen. Man kann unterschiedlicher Meinung sein. Aber die Auffassung des Bundeskanzlers, und die teile ich, ist eben, er hat ein Versprechen abgegeben, wir werden nicht Teil dieses Krieges und was wir tun, das ist kontrollierbar. Und er kommt für sich zu dem Schluss, dass er nicht mit der notwendigen, möglichst absoluten Wahrscheinlichkeit sicherstellen kann, dass alles gut gehen wird mit dieser hochwirkungsvollen, sehr gefährlichen Waffe. Und deswegen hat er entschieden, nein. Und deswegen ist er kein Verräter der Ukraine und das relativiert auch nicht die Hilfen der letzten 2 Jahre, sondern es ist eine Politik, die viele Menschen schätzen, nämlich eine mit Augenmaß und Mitte, die sehr genau im Einzelfall im Blick hat, was kann man verantworten und was nicht. Das entspricht seinem Amtseid. Und ich glaube, damit ist alles gesagt. Katharina Eigendorf schüttelt den Kopf und sagt, die Ukrainer schütteln übrigens dann doch auch den Kopf und sagen, wäre das alles ein bisschen schneller gekommen und wäre es ein bisschen abgestimmter gekommen, dann wären gegebenenfalls auch weniger Menschen gestorben. Mit Blick auf die Uhr darf und muss ich mich bedanken für die Diskussion heute und gebe zu Markus Lanz, der unter anderem Rainer Haselhoff zu Gast hat. Sie kommen bitte gut durch diese Nacht. Ich danke noch mal sehr herzlich in die Runde und wir sehen uns, wenn Sie mögen, nächsten Donnerstag wieder. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Danke. Tschüss.